Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Vor 5 Jahren wurde das Deutschlandstipendium von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung aus der Taufe gehoben. Es hieß, man wolle die Studienfinanzierung endlich zukunftstauglich machen und die 10% leistungsstärksten Studierenden zusätzlich und einkommensunabhängig mit 300 Euro monatlich fördern. 150 Euro sollte ein privater Stipendiengeber oder ein Unternehmen geben, 150 Euro sollte der Bund dazulegen. Kolleginnen und Kollegen, ich finde es wichtig, sich noch mal in Erinnerung zu rufen, worum es 2010 in der Debatte ging. Es ging nämlich um nichts Geringeres als darum, dass die FDP im Schlepptau mit der Union den Einstieg in eine andere Form der Studienfinanzierung durchdrücken wollte, und zwar eine, um es ganz klar zu sagen, eine Elitenförderung auf Kosten der Breite. Und deswegen hat DIE LINKE dazu auch von Anfang an Nein gesagt. Und die Grünen auch. Und die SPD auch. Darauf kommen wir dann gleich noch mal zu sprechen. 5 Jahre später müssen wir feststellen, die ganzen Pläne von damals erweisen sich als kolossaler Reinfall. Im Grunde ist das alles grandios gescheitert. Die FDP übrigens gleich als ganze Partei, die für ihre elitäre Politik abgestraft wurde. Und das Deutschlandstipendium gleich mit ihr. Denn jedes Jahr stellen wir fest, dass es weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und eine völlige Fehlkonstruktion ist. Gerade mal 0,8% der Studierenden, um genau zu sein 0,76% der Studierenden, wurden im Jahr 2013 damit gefördert. Die Hochschulen finden kaum Stipendiengeber und müssen mühsam und mit massivem bürokratischem Aufwand Bittbriefe an Unternehmen in der Region verschicken. Und der Bundesrechnungshof kritisiert das Deutschlandstipendium regelmäßig für die ausufernden Verwaltungskosten und für die Verschwendung von Steuergeldern. Da fragt man sich, warum hält die jetzige Regierung, an der doch jetzt auch die SPD beteiligt ist, warum hält die jetzige Regierung eigentlich an diesem Projekt fest? Wenn wir nämlich auf eine Sache gut verzichten können, dann ist es doch wohl noch mehr Elitenförderung in der Bildung. Denn hinter dem Deutschlandstipendium, das von Schwarz-Gelb seinerzeit als zukunftstauglich etikettiert wurde, verbirgt sich doch in Wahrheit ein völlig antiquiertes Politik- und Bildungsverständnis. Es ist nämlich die Idee, dass reiche Gönner und Mäzene wenigen von ihnen auserkorenen Begünstigten Unterstützung auf ihrem Bildungsweg zukommen lassen. Kolleginnen und Kollegen, das ist das Gegenteil von Chancengleichheit und das ist das Gegenteil von dem Rechtsanspruch auf Bildung, und deswegen gehört dieser Blödsinn abgeschafft. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Um überhaupt Geldgeber zu finden, werden den Stiftern immer wieder erhebliche Mitspracherechte bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten zugestanden. Und das erklärt auch, warum die meisten Geförderten in MINT-Fächern, in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften oder in der BWL zu finden sind. Von einer gleichen Behandlung der Studierenden und davon, dass nur Leistung und Engagement zählen, kann ja wohl offensichtlich nicht die Rede sein. Die Laufzeit einer Förderperiode beim Deutschlandstipendium beträgt nur ein Jahr. Das heißt, nach einem Jahr wird dann wieder geprüft, ob die Stipendiatinnen und Stipendiaten immer noch leistungsstark und förderungswürdig genug sind. Und der Stipendiengeber entscheidet erneut, ob die Förderung überhaupt aufrechterhalten werden soll. Für die Studierenden bedeutet das Unsicherheit und Abhängigkeit statt Planungssicherheit. Und dann haben die Stipendiengeber und Unternehmen auch noch die Möglichkeit, ihren Anteil von 150 Euro steuerlich abzusetzen, geben also de facto nur 100 Euro. Ich finde es ehrlich gesagt unerträglich, bei diesen ganzen Rahmenbedingungen dann auch noch ständig die großartige Spendenbereitschaft der Stifter zu loben, wie das vor allem die Union tut. Wenn Sie Unternehmen und Reiche an der Finanzierung von Bildung beteiligen wollen, dann erhöhen Sie einfach den Spitzensteuersatz, besteuern Sie große Vermögen, statt aus dem Rechtsanspruch auf Bildung in Wahrheit eine Charity-Veranstaltung zu machen. Halten wir also fest, das Deutschlandstipendium ist weder bedarfsdeckend noch planungssicher für die Studierenden. Für die Hochschulen ist es teuer und ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand. Der Staat verpulvert Steuergelder und es ist insgesamt weit davon entfernt, von der Förderquote her einen substanziellen Beitrag zur Studienfinanzierung in der Bundesrepublik zu leisten. Kolleginnen und Kollegen von der Regierung, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass Sie noch Argumente haben, die diese traurige Bilanz wettmachen könnten. Trennen Sie sich von Ihrem misslungenen Eliteprojekt und machen Sie den Weg frei für sinnvolle Projekte und für eine echte und substanzielle BAföG-Reform, so wie wir das jetzt schon seit Jahren anmahnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wohlke.
Nächste Rednerin in der Debatte, Marianne Schieder für die SPD-Fraktion.